Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei uns Star Wars YouTuber hier Epic Wars am Start mit dem versprochenen 200 Kills hier auf Außenposten Beta. Ja Leute, es tut mir leid, dass ich euch ein bisschen hier spoilern muss, aber manchmal muss man das hier machen. Man ist stolz auf sein Gameplay, man haut es hier für euch raus. Ich habe es geschafft. Der ein oder andere wird jetzt haten. Ne, wisst ihr, wie das ist? Wird jetzt sagen, hey, gerade noch so die 200 Kills, damit du bloß schreiben kannst, 200 Kills geschafft und so. Ja Leute, schafft ihr erstmal 200 Kills, also die Hater jetzt. Und dann sehen wir weiter. Es ist wirklich, eine bisschen schwierige Lobby gewesen. Ihr werdet es mir eh nicht glauben, wenn ich sage, wenn ich hier 200 Kills mache. Aber es ist halt so, Leute. Ich weiß eigentlich, was eine chillige Lobby ist. Und was eine anstrengende Lobby ist, und das war eines der bisschen anstrengenden Lobbys. Die Gegner schießen noch perfekt zurück, aim gut und ja, alles ist eigentlich gut gegeben bei den Gegnern. Bloß die haben mich nicht töten können, weil ich war halt Bossk. Ne? Das Bossk-Tier ist einfach am Start gewesen und ich habe die 200 Kills geschafft. Und ich habe mir gesagt, okay, was willst du gegen die Leute machen, die jetzt dann rumhaten werden? Oh, nur 200 Kills, gerade noch so. Ich habe mir gedacht, okay, machst du mal noch ein Gameplay mit paar Kills mehr. Und das habe ich, werde ich auch noch raushauen, Leute, dass es auf Außenposten-Beta nicht so aussieht, als hätte ich gerade die 200 Kills so geschafft, denn ein paar Kills mehr wird es auf jeden Fall dann geben. Also noch ein 200-plus-Gameplay auf Außenposten-Beta werde ich dann raushauen für euch. Und ja, viel Spaß erstmal mit diesem Gameplay. Es dauert auch nicht lange, ihr seht es ja, 14-15 Minuten geht dieses Gameplay. Und ja, 200 Kills in dieser Zeit ist, denke ich mal, relativ gut. Und ihr werdet es selber sehen, der ein oder andere von den Gegnern war sehr, sehr gut, fand ich, meiner Meinung. Aber die haben mich, die konnten mich halt nicht töten und ich habe es noch hinbekommen. Ja Leute, das heutige Thema, ihr habt es im Titel gelesen, ich bin Wrestling-Fan. Der ein oder andere wird jetzt sagen, oh, Wrestling-Fan, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Weißt du, Wrestling, was da jetzt gerade so abläuft und so, ob das alles so richtig ist. Ja, ist ja so ein bisschen ein kontroverses Thema. Aber warum wird das so gehatet? So, weiß nicht. Also ich bin Wrestling-Fan, ich bin offen und ehrlich zu euch. Und ich liebe Wrestling. Ich gucke Wrestling seit ich 8 war. Oder 9. Ach, sagen wir einfach 10, Leute. Ist eine gute Zahl. 1998 habe ich damals beim DSF angefangen. Mit der WCW, eine richtig geile Wrestling-Liga gewesen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Damals mit dem Wolfpack und NWO und so. Das war richtig geil. Und dann bin ich rüber gewechselt zur WWE, damals noch WWF. Und habe da das jedes Mal bei TM3 geguckt und versucht aufzunehmen. Ich war der übelste Fanboy. Ich habe mein absoluter Wrestling-Star war The Rock zu der Zeit. Er hat alles niedergemäht, Leute. Das war einfach der People's Champion. Das war richtig geil. Und ja, es war eine richtig geile Zeit, ich war da 12 und ich war da so in den Bann gezogen, ich konnte es gar nicht erwarten. Ich habe einen Kumpel, habe ich immer, jede Woche versucht zu gucken. Also, wir waren noch jung, wir konnten uns nicht treffen, er hatte ja ein bisschen weiter weg gewohnt. Jetzt, wenn man so überlegt, er ist gar nicht weit weg, so mit dem Fahrrad so für 10 Minuten so. Aber damals war das, als man jung war, noch sehr weiter weg. Aber man hat das gerne zusammengeguckt. Und die Wrestling-Großveranstaltung, die kam, glaube ich, einen Monat später. Also das war so ein Monat verzögert. In der heutigen Zeit sind es so ein paar Tage so. Und ja, wenn überhaupt, ne, ich weiß gar nicht mehr, so wie das ist, ob die Verzögerung so groß ist. Und ja, ich habe jetzt das WWE Network abonniert. Also ich bezahle monatlich für das Network und ich liebe das Network. Du kannst einfach die alten Sachen von damals gucken, neuere Sachen und viele, viele neue Episoden und es gibt einfach so viel Vielfalt und ich finde, das lohnt sich einfach. Es kostet, glaube ich, in Deutschland 11 Euro im Monat. Es sind, glaube ich, 10 Dollar, aber da kommen noch Steuern dazu. Ja, da sind wir so ungefähr bei 10,89 Dollar oder so. Ich runde das immer auf, so auf 11 Euro. Ich weiß gar nicht, wie viel die abziehen. 10 Euro, 11 Euro oder so. Und ja, auf jeden Fall richtig geiler Content da und der ein oder andere sagt, ja, Wrestling, ja, warum überhaupt, wieso, weshalb, die einen Hater, so, weißt du, wisst ihr, wenn ihr selber Wrestling-Fan, wisst ihr, was ich meine, die Leute, die das haten, aber es ist ja genauso, wie wenn man anderes Entertainment sieht, ob man Fernsehen sieht oder Serien, warum wird Wrestling nicht so akzeptiert, so wie andere Serien, früher war das auf jeden Fall so, jetzt ist das, glaube ich, ein bisschen
die Akzeptanz ist größer als früher. Aber damals war es wirklich so, oh, du guckst Wrestling, wurdest du gleich in eine Schublade gesteckt, so weißt du. Und ich ging immer so offen damit um, weil die Leute haben immer so lieben Schnulzen geguckt und ich habe Leute geguckt, die sich auf die Fresse schlagen sozusagen. Und ich dachte mir so, warum laberst du über Wrestling so, wenn du eh liebe Schnulzen guckst, so weißt du, habe ich dann halt gut kontern können. Aber ja, jetzt hat sich das natürlich ein bisschen geändert. Wie gesagt, ich gucke Wrestling immer noch. Von der Richtung her, die WWE hat sich ja auch in den letzten Jahren verändert. Ich fand die WWE richtig geil am Anfang. Und dann kam halt die Zeit, wo das nicht im Fernsehen kam, seit 2001. Das kam erstmal nicht im Fernsehen. WWE-Touren, ich war leider noch nie auf einer Veranstaltung, aber ich will da gerne mal hin. Auf jeden Fall, ich möchte auch einmal im Leben nach WrestleMania, also zu WrestleMania, wo das auch immer stattfindet, ist mir egal, einfach mal hindüsen und einfach mal mir das gönnen, einfach live dabei sein, WrestleMania. Ich will aber vernünftig sitzen, nicht ganz, ganz weit oben so, aber auch nicht ganz weit unten, weil, also gleich beim Ring, bist du dann, guckt ja so ein bisschen nach oben, das mag ich nicht. Ich möchte direkt so, also ein bisschen höher als der Ring und dann halt so runter gucken. Das wäre perfekt, optimal auf jeden Fall. Und darauf hätte ich richtig Bock. Ja, WrestleMania, die Wrestling-Shows in Deutschland will ich gerne auch mal hin. Die waren ja mal in Braunschweig, das habe ich natürlich verpasst. Und ja, das will ich mir auf jeden Fall gönnen. Dann kam halt WWE nur auf Premiere. Damals hieß es Premiere, jetzt heißt es ja Sky. Für den, der es nicht weiß, jetzt kommt es ja wieder auf Sky, glaube ich. Es kommt im Internet, kann man sich das reinziehen. Wie gesagt, das WWE Network ist da und wir haben viele Möglichkeiten, das uns reinzuziehen. Eher der ein oder andere von euch guckt ja selber WWE. Und ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang kein WWE geguckt, weil mich die Richtung nicht interessiert hat. Das wurde mehr und so kindischer. Also, versteht mich nicht falsch, wenn man älter wird, findet man einige Sachen kindischer. Aber wirklich, ich fand die Richtung, die WWE ging, fand ich halt nicht so cool. Und hab dann halt TNA geguckt. Wer TNA kennt, das ist eine andere Wrestling-Liga, ein bisschen kleiner. Und die Richtung war halt brutaler und halt für erwachsenere Leute ausgerichtet, sag ich mal. Und das war einfach viel, viel geiler damals. Jetzt gibt es halt TNA nicht mehr, wurde ja auch umbenannt und so. Und ich bin zur WWE zurückgekehrt, nachdem das Network wieder kam, so ab und an. Und das hat mich einfach so in den Hype gesteckt und ich habe einfach WWE vermisst. Auch wenn die Richtung natürlich nicht brutal ist, so mit Blut und so, finde ich einfach dieses Entertainment richtig geil. Und es gibt einfach Wrestler, die ich einfach so feiere, zum Beispiel AJ Styles, ein oder andere sagt, na Emma, wieso feierst du den, warum nicht John Cena und so. Nee, ich mag lieber so diese coolen Typen, sag ich mal. AJ Styles ist für mich einer der geilsten, der besten Wrestler und ich bin absoluter Fan von ihm. Jeder kann Fan von jedem sein, wie er will, Leute, ist doch, lasst mir das, also auf jeden Fall AJ Styles Fan bin ich. Ich mag den Typen, weil ich den damals schon geguckt habe. Also ist nicht so, oh, er kommt zur WWE, ich bin gleich Fan geworden. Ich kenne den schon seit 2007, seit er bei TNA war. Ich habe ja TNA, habe ich seit 2007, also ich bin 2007 vom WWE zu TNA gewechselt, weil mir das einfach mehr gefallen hat. TNA, Total Non-Stop Action hieß das. Und das hat mir einfach mehr gefallen. Und AJ Styles war da schon richtig entertaining. Der war schon richtig gut unterwegs und der hat mir richtig gefallen. Und als er zur WWE kam, war ich so stolz drauf, dass von TNA jemand so groß wird, weil TNA ist einfach dreimal so kleiner als WWE. Das ist, mittlerweile gibt es ja TNA nicht mehr, aber das war halt kleiner. Und ja, das ist jetzt richtig geil, dass die Leute sich so durchgesetzt haben. Der hat klein angefangen, so wisst ihr. Ich weiß nicht, ob das so Identifikation ist, so wie mit mir. Ich weiß nicht, ob das im Hinterkopf geschieht, als ob ich so denke. Aber ich bin einfach so stolz gewesen, dass er Champion wurde und so. Weil, ihr müsst euch einfach vorstellen, kleine Liga, ich bin kleiner YouTuber, große Liga. Und ihr lässt mich einfach so wachsen in der letzten Zeit, das muss ich auch gleich mal dazu sagen, Leute, euer Support hier auf YouTube. Viele neue Leute sind dazugekommen, ich heiße euch herzlich willkommen hier auf meinem Channel und danke euch. Und der Wachstum ist endlich mal da, ich sehe endlich mal so ein bisschen frischen Wind und einfach mal so diesen Wachstum, das tut einfach ein YouTuber gut, das motiviert einen. Ich bin einfach so motiviert, euch hier Star Wars Content zu bringen und ich kann es gar nicht mehr abwarten auf den neuen Star Wars Titel. Und ja, Leute, und so dachte ich mir, das kann man so, also denkt vielleicht das Gehirn. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Wen mag ich denn noch? Ich mag Rob Van Dam. Wrestelt der noch? Ich glaube nicht. Ich gucke, wenn ich kann, SmackDown, Leute. Ich habe jetzt zum Beispiel in Royal Rumble geguckt. Randy Orton hat gewonnen. Ich habe die letzte große Veranstaltung von SmackDown geguckt.
Fastlane kommt heute am chilligen Sonntag. Vielleicht gucke ich das auch noch. Und WrestleMania wird auf jeden Fall geguckt. Da kenne ich nichts, ne? Und das wird auf jeden Fall gegeben. Kommt heute Fastlane? Fastlane, ne? So heißt doch die Großveranstaltung. Seht ihr, ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber ich sage euch mal, warum ich so nicht ganz auf dem Laufenden bin. Weil ich nicht durchgehend WWE gucke. Da fehlt manchmal die Motivation, weil ich andere Sachen im Kopf habe. Aber ich möchte gerne so weiter SmackDown gucken. SmackDown und Raw sind ja jetzt gegeneinander. Und ich bin eher so der SmackDown-Boy, weil ich immer damals bei DSF war das doch. DSF immer SmackDown geguckt habe, freitagsabends, ich weiß noch, 2004. Da war ich 16 und ich bin dann, da gab es noch kein Internet, wir hatten noch kein Internet. Und ich bin dann immer eingeschlafen, ich habe dann immer rumgeheult so nächsten Tag, wie kannst du nur einschlafen und so, ne? Aber die Werbung im deutschen Fernsehen, weil die ist einfach, ist immer noch so, ne? 7 Minuten Werbung, du schläfst einfach ein. Du willst einfach keine Sekunde verpassen, deswegen chillst du so vor der Werbung, du wartest, du willst keine Sekunde verpassen, du chillst. Wann geht's los und irgendwann so nickst du ein. Vor allem, du warst noch jung und weiß nicht, da ist man so früh eingepennt, freitags einfach so. Kein Durchhaltevermögen und damals gab es noch keine Energy-Getränke und so, die wir jetzt haben, ne, 2004, das war eine andere Liga, Leute, das war ein anderes Zeitalter, das war hier Eiszeit und so noch. Nee, Spaß beiseite, auf jeden Fall. Ja, will ich das auf jeden Fall verfolgen. John Cena ist der Champion, er hat AJ Styles besiegt beim Rumble. Fand ich sehr, sehr schade, ich bin halt nicht so der John Cena-Fan. AJ Styles, wie gesagt, und ja, es ist schade. Und wir werden mal sehen, Randy Orton hat Royal Rumble gewonnen. Er wird gegen Bray Wyatt kämpfen. Und das wird natürlich sehr, sehr interessant zu sehen sein, was da passiert. Denn, ja, Elimination Chamber hat ja Bray Wyatt den Titel gewonnen. Und Randy Orton hat den Royal Rumble gewonnen. Und ich dachte mir so, okay, die sind ja im Team gewesen, ne? Bright Family. Was passiert jetzt so? Weißt du, was wird jetzt passieren, wenn die sich vertragen? Wie wird das hier? Das Duell wollte ja vorher sehen. Die hatten davor, bevor die ein Team waren, ja Streit. Und ich wollte mal sehen, wer gewinnt. Das waren ja diese Kopfspielchen. Und jetzt bin ich echt gespannt, wer bei WrestleMania gewinnt. Und der ein oder andere Star wird natürlich dann zurückkehren zu WrestleMania. Ich bin echt gepumpt. Und ja, Leute, wie gesagt, ich sage, ich bin Wrestling-Fan. Und kenne mich jetzt mit der heutigen Zeit nicht so ganz aus, aber ich werde mehr und mehr Wrestling gucken. Weil mich das einfach immer mehr interessiert. SmackDown werde ich am Ball bleiben. Wie gesagt, ich muss erstmal so mit TNA abschließen. Da ist eine neue Wrestling-Kompanie jetzt entstanden. Impact Wrestling heißt sie, falls ein oder andere die von euch kennt. Und da werde ich erstmal so ein bisschen mal reinschnuppern, auch ab und zu gucken, wie die ist. Ob die was für mich ist. Aber WWE, Leute, ich habe nicht WWE Network umsonst abonniert. Deswegen wird es da auf jeden Fall mehr zu sehen geben für mich. Übrigens, das Gameplay ist erspielt mit dem Abonnenten-Account von DonMatt. Er hat mir seinen Account gegeben und jetzt suche ich einen neuen Account und werde mir den nächsten dann rauspicken. Und ja, Leute, ich habe den Account bis zu 1, noch was aufgelevelt. Danach wollte der Kollege nicht mehr das aufleveln, deswegen kommt der neueste Account. Ja, Leute, damals wusste ich alles über Wrestling Bescheid. Ich wusste Triple H gegen The Rock, Backlash 2000, Judgment Day, Undertaker kam zurück, King of the Ring hat The Rock den Titel gewonnen, Fully Loaded gab es im Juli, August war SummerSlam, da hat The Rock den Titel verteidigt gegen Kurt Angle und Triple H. So, weißt du, ich kenne alles so von damals, aber in der heutigen Zeit bin ich nicht up to date, aber ich werde dabei sein, Leute. Und ja, Grüße gehen raus an alle Wrestling-Fans. Und ja, ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Es gibt ja den einen oder anderen, der Wrestling nicht so feiert. Tut mir leid, aber ich bin Wrestling-Fan. Und ja, Leute, haut da rein. Und ja, danke fürs Zuschauen, Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Das neue Einnehmen, da waren wir 7 Leute, die nehmen zu 5 ein. Wir haben schneller eingenommen, gerade noch so die letzten Sekunden, so wisst ihr, der letzte Balken, so letztes Stück, so. Und wir haben es noch irgendwie geschafft und das war richtig diese